auf und davon. Oder wie ein Freund von mir sagen würde, tschüss, tschüss und weg. Hoch, hoch, hoch. Klick, klick, klick. Fünf kleine Gräber. Eins lese ich jetzt. Hier liegt Andreas Drakonis, pflichtbewusster Sohn und Braumeister. Möge er im Leben nach dem Tod für immer Asura dienen. Mhm. Hier liegt Matthias Drakonis. Seine Mutter warnte ihn immer, dass er früh sterben würde, wenn er sein Leben nicht in den Griff bekäme. Grab von Perenia Drakonis. Hier liegt Perenia Drakonis. Milde, freundliche Mutter der Familie Drakonis, möge ihr Geist in alle Ewigkeit den Mörder verfluchen, der ihr kostbares Leben raubte. Wow. Wow! Einen Moment. So. Nachdem ich mich kurz abgeregt habe, greife ich diesen Geist an, der erschienen ist, weil ich auf den Grabstein geklickt habe. Tja, ehrlich gesagt wusste ich das auch nicht. Ablieven überrascht einen doch immer wieder. Kräpfung Saelia Drakonis. Elika Saelia Drakonis, treue Tochter und ehrenhaftes Mitglied der Stadtwache von Leavin. Gefallen im Kampf. Aha. Kräpfung Sibylla Drakonis. Hier liegt Sibylla Drakonis. Sie starb, wie sie lebte. Wie ein Tier. Tja, das war auch ein Scharmützel. Ruhe in Frieden. Ruhig, Stella. Endlich seid ihr da. Habt keine Furcht, denn die Bedrohung, unter der die dunkle Bruderschaft gelitten hat, ist zu Ende. Ich bin Aquen, Sprecher der Schwarzen Hand. Wie ihr seht, haben wir den Verräter Lucien Lachance ertappt. Ihr braucht ihm nicht länger dienstbar zu sein. Es scheint, als hätte Lachance sich aus irgendeinem Grund an der dunklen Bruderschaft rächen wollen, und er übertrug seine unsauberen Geschäfte an euch. Wie die Nasenflügel Aber beben. Nun können wir von Neuem beginnen. Ich verleihe euch den Titel des Sprechers. Ihr werdet Lucien Lachances Platz in der Schwarzen Hand einnehmen. Willkommen! Wie ihr wisst, ist die Schwarze Hand zerrüttet. Lachance befahl euch, uns alle zu töten. Wir fünf, einschließlich euch, sind der traurige Rest. Und was noch schlimmer ist, ihr habt den Zuhörer getötet. Die Schwarze Hand ohne einen Zuhörer ist wie eine Hand ohne Daumen. Selbst der Nachfolger des Zuhörers ist tot. Wir haben daher keine andere Wahl, als ein altes Ritual durchzuführen. Wir müssen die Mutter der Nacht aus ihrem Schlaf erwecken und um ihre Weisung bitten. Fragt mich zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens nach der Mutter der Nacht, und wir werden uns zum Heim unserer Fürstin aufmachen. Erst dann wird das Ritual beginnen. Nun gut. Möge die Mutter der Nacht euch Moment, unter kurz ihre nach Karten etwas nachgucken.